Damme lässt in diesem Jahr zum 400. Mal die Narren los. Mitten in der Stadt steht der Narr auf einer Säule und beobachtet das närrische Treiben. Die für norddeutsche Verhältnisse überraschend lange Tradition der Dammer Fastnacht ist im Jubiläumsjahr 2014 sowohl für die Dammer Karnevalsgesellschaft von 1614 e.V. als auch für das Stadtmuseum Damme ein Anlass, einen der vier ständigen Ausstellungsbereiche dort zu erweitern und vor allem in seiner eigenen Ausprägung zu verdeutlichen. Wasserbüffel lieben Wasser. Und das ist auch gut so, denn davon gab es reichlich, als wir die Büffelherde von Rita und Peter Biel besuchten. Das Züchter-Ehepaar aus Strickamoor erfreut sich zurzeit am neuen Nachwuchs.
Einen Tag vor Heiligabend kamen die Büffelbabys auf offener Weide zur Welt. Der Bulle Amos und seine Damen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ja, der Wasserbüffel hat eigentlich das größte Interesse, dass er frisst. Und meistens ist es ja dann das ganze Jahr über das Grüne auf der Weide. Und das Besondere an dem Wasserbüffel ist eben, dass er nahezu alles frisst. Er frisst von Brennnessel über Disteln, über Schilf, über normales Weidegras, eigentlich alles. Verhindert Verbuschung. Ja, die hat Sehnsucht, ich müsste eigentlich rausgehen und sie in den Arm nehmen, aber das machen wir dann nachher dann. Mit dem Wetter in unseren Breitengraden haben die Tiere keine Probleme. Die sind das ganze Jahr draußen, sind ja auch wetterfest, auch im Winter, haben aber dann diesen Unterstand. Und da ziehen sie sich dann zurück, wie wir im Moment gerade sehen, laufen die hinten auf der Weide und brauchen den Unterstand nicht, obwohl das Wetter heute eigentlich nicht gerade fernsehgeeignet ist. Ich hätte ihnen auch gerne schönen Sonnenschein beschert, aber ja, den Wasserbüffeln ist es egal. Jetzt ist es für die ja sogar noch warm, denn wir haben ja positive Temperaturen. Aber selbst wenn es 20 Grad minus ist, sind die Tiere draußen. Aber sie können dann eben auch in den Stall rein und wir legen dann ordentlich Stroh aus. Und die legen sich eng zusammen, sodass sie gegenseitig wärmen. Meistens die Kleinen dann in der Mitte. Und so überstehen die den Winter auch prima. Meistens sind sie auch bei Winter draußen. Und deswegen haben wir ja auch die Raufen draußen. Die Tränke ist draußen, ist aber eine beheizbare, sodass sie also praktisch das ganze Jahr über gut versorgt sind hier. Seit 10 Jahren züchtet Peter Biel Wasserbüffel. 98 war eigentlich der Tag, als wir, da war ich noch Vorsitzender des Vereins Indianerhilfe und Tropenwaldschutz. Über den haben wir Wasserbüffel bekommen, um in unserem Projekt in Paraguay eine Farm aufzubauen. Das hat dann aber nicht geklappt. Jetzt hatten wir die Tiere aber schon. Und jetzt habe ich mir überlegt, einige aus unserer Gruppe, die haben also in erster Linie an Schlachten gedacht. Und das lag mir nun ganz fern. Und habe mir Gedanken gemacht, was kann ich mit dem Wasserbüffel hier machen, was nun sinnvoll wäre. Zur Seite stand mir zu der Zeit ein Professor Dr. Hilmar Zeigert aus Oldenburg, ein Agrarökonom. Und mit ihm zusammen habe ich dann ein Konzept entwickelt, den Wasserbüffel als Landschaftspfleger zu etablieren in Deutschland. Bin dann ganz vorsichtig angefangen, nur mit ein paar Tieren. Und habe dann auch Unterstützung aus der Landwirtschaft bekommen, weil ich selbst kein Landwirt bin. Und die Herde wächst. Im Moment sind das 11 Tiere. Das ist für die Weide, die wir von der Forst gepachtet haben. 5 Hektar nur. Eigentlich ein bisschen klein, um hier zu expandieren, das weiter aufbauen zu können. Denn wir wollen eigentlich nur eine Großviereinheit auf der Fläche haben. Die Kleinen zählen natürlich nicht vollwertig. Die Kleinsten kriegen ja auch noch Muttermilch. So dass wir dann zum Frühjahr wieder die Tiere auf andere Weiden geben. Und da kooperieren wir im Moment mit Gut Sanum, die uns im letzten Jahr auch schon ein paar Tiere abgenommen haben. Und haben die dort dann auch im Einsatz für ihre Menschen, die dort wohnen. Seine Wasserbüffel werden weder gemolken noch geschlachtet. Aber unser Schwerpunkt ist eben die Landschaftspflege. Und deswegen sagen wir von Anfang an, wir wollen kräftige Kälber haben. Der Nachwuchs soll naja auch durch den nächsten Winter, eigentlich ja jetzt auch schon durch diesen. Und da sind sie halt bestens ausgestattet und ausgerüstet durch die Muttermilch. Also verzichten wir auf das Melken und damit auch auf den Mozzarella. Den kaufen wir uns lieber dann auch selber. Entweder von befreundeten Züchtern oder man kann ihn auch im Einkauf kriegen. Aber es gibt auch Fleischprodukte natürlich. Auch das haben wir jetzt nicht mehr vor, denn unsere Herde stammt aus Ungarn, Österreich. Und wir haben jetzt ganz neues Genmaterial sozusagen. Wäre es viel zu schade, die Bullen zu schlachten, die jungen Bullen, so mit 2 Jahren oder 2,5 oder so. Dann geben wir sie lieber als Zuchtbullen in befreundete Projekte. Wertvolle Arbeit leisten die Tiere in der Landschaftspflege. Ja,
Ja, weil sie durch keinen anderen großen Pflanzenfresser zu ersetzen sind. Nicht? Die Landschaftspflege ist für mich das Wichtigste. 2008 gründete Peter Biel mit Wissenschaftlern und Naturschutzexperten den IFWL, den Internationalen Förderverband zum Einsatz des Wasserbüffels als Landschaftspfleger. Praktisch haben die nichts anderes zu tun, als zu züchten und die Landschaft zu pflegen. Das heißt, das Gras zu fressen, da wo Wasserflächen sind, es vom Schilf zu befreien. Dadurch bleiben die Wiesenvögel wieder dort, sonst würden diese Flächen alle verlanden. Und der Wasserbüffel sorgt sozusagen auch für Ordnung und gleichzeitig dann auch für Artenvielfalt. Und der Wasserbüffel, weil die Flächen ja alle vernässt sind, ist das einzige Tier, was diese Flächen dann noch beweiden kann. Und das ist ein längerer Prozess sicherlich, der noch auf uns zukommt, aber für diese Aufgabe steht der Wasserbüffel jetzt zur Verfügung. Und sonst hätte die Wissenschaft keine Alternative gehabt, denn alle anderen großen Pflanzenfresser sind eben nicht geeignet, wenn man mal vom Elch absieht. Aber da kann man schlecht auch mit umgehen, mit diesen großen Tieren. Ne? Die Wasserbüffel sind ja handzahm sozusagen. Landwirten könnte sich durch die Zucht von Wasserbüffeln eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit bieten. Ja, man kann natürlich Geld damit verdienen, wenn man das aufgebaut hat, noch mehr, wenn man die Flächen selber hat. Aber Landschaftspflege kostet auch Geld und der Staat gibt eine ganze Menge dafür aus, dass die vielen Naturschutzflächen, die wir haben, nicht zuwuchern. Und dafür braucht man unterschiedliche Tiere. Für die Heide kann man natürlich Schafe einsetzen. Aber wenn die Flächen viel größer werden und wenn Schilf dabei ist, wenn Wasser dabei ist, dann ist nur noch der Wasserbüffel in der Lage, diese Flächen zu beweiden. Da kann man Mittel bekommen, auch als Landwirt. Und das gehört jetzt zu diesem Projekt, was erkundet wird, wie weit die Landwirtschaft insgesamt einbezogen wird. Das ist natürlich auch ein Umdenkprozess notwendig. Mir haben die Tiere sofort gefallen. Dem einen oder anderen Landwirt wird es natürlich nicht ganz so leicht fallen, sage ich mal. Er sagt erstmal, was sollen die hier? Einen großen Erfolg in Sachen Artenschutz bescherte der Emus hirtus. Der behaarte Kurzflügelkäfer ist vom Aussterben bedroht. Aber auf der Weide in Hundlosen sind viele von ihm zu finden. Peter Biel freut sich, wenn der Käfer im Frühjahr wieder durch das Gras krabbelt. Büffel sei Dank. Eine mobile Beratungsstelle für ratsuchende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland bei Fragen rund um die Arbeit in Deutschland wurde heute hier vor dem Kreishaus in Vechta vorgestellt. Zur Präsentation des Kleinbusses kam aus Hannover Wirtschaftsminister Olaf Lies. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Herrn Minister Lies hier im Kreishaus in Vechta zur Eröffnung der Beratungsstelle für rumänische Werksvertragsarbeiter und hier unten vor dem Rathaus, vor dem Kreishaus steht ein Bus. Der Bus ist dazu da, die Werksvertragsarbeiter aufzusuchen, denn die Beratungsstelle
Beratungsstelle wird ja in Oldenburg sein und viele Werksvertragsarbeiter werden nicht nach Oldenburg kommen und daher dieser Bus, der dazu dient, die Werksvertragsarbeiter aufzusuchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gleich sicherlich noch Gelegenheit, dass sich alle auch noch mal im Detail vorstellen können. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Signal ist. Weil es das Signal ist, dass wir uns nicht vor den Problemen verstecken und den Versuch unternehmen, nicht darüber zu reden, damit sozusagen kein schlechtes Licht auf uns fällt, sondern dass wir uns der Verantwortung stellen. Und deswegen finde ich, ist das nicht selbstverständlich, dass auch der Landkreis Vechta sagt, wir machen das hier, weil er natürlich auch damit offenkundig zeigt, es gibt doch ein Problem. Und dieses Problem müssen wir angehen. Ich finde, das ist ein riesiger Bewusstseinswandel, der stattgefunden hat, weil ich mich noch sehr genau an viele Diskussionen erinnern kann und Zeiten erinnern kann, auch im Parlament, wo eigentlich eher der Versuch unternommen wurde, sozusagen das Problem klein zu reden, als würde es das gar nicht geben, anstatt offen zu bekennen, welche Probleme wir haben, damit wir auch entsprechende Lösungen auf den Weg bringen können. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das hier machen können, sehr froh, dass wir heute die Gelegenheit haben, sozusagen einen weiteren Schritt, einen weiteren Baustein darzustellen und deutlich zu machen, mit dem wir dem begegnen wollen, was wir leider eben auch mit vielen erschreckenden Bildern gerade im letzten Jahr und auch in den Monaten davor erleben mussten. Ich finde, dass sozusagen das Bild von Deutschland erzeugt wird, hier ist das Niedriglohnland. Das ist falsch. Wir sind hier ein hochinnovatives, zukunftsfähiges Land und deswegen schließe ich ab mit dem, was ich unten gesehen habe, nämlich Ihre Ausstellung zum Thema Chemie, dem, was Sie mir zum Thema Nanotechnologie gezeigt haben. Das macht doch unser Land aus, dass wir zukunftsfähig und innovativ sind und den Bereich, den wir an anderer Stelle auch haben, das ist auch gut so in der Fleischverarbeitungsindustrie, der muss anständig bezahlt sein, dann sind wir auf den auch stolz, aber das muss die Grundvoraussetzung dafür sein. Herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Herzlichen Dank nochmal, Herr Landrat, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt auch in die Inhalte unserer Beratung zu sprechen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Ja, gerne. Hoffen, dass das... Hauptsache, ja. Genau. So. Guter Gott, du hast uns für ein Leben in Gemeinschaft geschaffen. Auch dieses Verkehrsmittel, das wir heute in Betrieb nehmen, soll uns helfen, zueinander zu finden. Wecke unseren Sinn für das, was wir einander schuldig sind. Lehre uns Verantwortung, Rücksicht und gegenseitige Hilfe, damit wir das Wort des Apostels Paulus erfüllen, einer trage des anderen Last. Segne und schütze alle, die sich dieses Verkehrsmittels bedienen, bewahre sie vor Gefahren, führe sie sicher ans Ziel und gib, dass alle, die hier Rat suchen und Rat schenken, durch deine Hilfe und von deinem Segen begleitet werden. Ja. Vorsichtiges Fahren. So. Und dass wir hochbeziehen sind. Sehr gut. So, Dankeschön. Ja.
Nein!